du scheinst ja keine Angst davor gehabt zu haben, dass das jetzt... Der stirbt ja keiner, ne? Also wovor? »30 Minuten mit...« Olli Wiesmann, wir sind in den Klangfabrik-Studios hier im schönen Riedstadt. Vielen Dank für die Einladung, lieber Olli. Schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Eine großartige Umgebung, die wir hier sehen dürfen. Ein fantastisches Studio, optisch, akustisch, technisch. Du hast mich gerade schon in einer Roomtour hier, was heißt in einer Rooms-Tour, muss man ja schon fast sagen, komplett abgeholt. Totaler Irrsinn. Wir starten die 30 Minuten klassischerweise mit den drei Standardfragen. Oh. Namen habe ich schon, dann frage ich einfach nach deinem Alter. Ich bin 24 Jahre alt. 24 Jahre alt. Oh Gott, aber du bist noch in diesem Jahrtausend geboren, immerhin, das ist schon mal, das sind, oh Gott, im letzten Jahrtausend noch geboren, ich habe mich gerade schon verrechnet. Das ist für mich immer schon mal als alter Mensch, ist das schon mal einigermaßen verträglich. Ja. Ich stelle normalerweise die Frage nach der ersten Single, also für Leute, die aus meinem Jahrtausend kommen, aus dem frühen Jahrtausend, war das ja ein Vinyl normalerweise, was war deine erste CD, die du bekommen hast oder dir gekauft hast? Tatsächlich ein Jazzalbum von Roger Cicero und Big Band. Sein erstes Album damals. Rest in Peace, lieber Roger. Leider. Ja. Das war ja wirklich ein tragischer Verlust. Ja. Das war das. Hat dich das geprägt in irgendeiner Form? War das so eine Initialzündung für dich? Ja, im Endeffekt hat er mich zum Jazz gebracht. Also mittlerweile habe ich ja dann auch Jazz studiert und bin selbst auch Jazzmusiker unter anderem. Und ja, letztendlich war das so die Initialzündung, weil mir hat vor allem halt geil gefallen in dem Alter ja auch noch, im wirklich jungen Alter. Wie alt warst du? Boah, das kann ich dir nicht mehr sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Boah. Vor der Schule oder nach der Schule? So Grundschulalter vielleicht, würde ich mal sagen. Schwer zu sagen. Mhm. Und es war aber halt sehr poppiger Jazz, ja. Es ist ja absolut salonfähig, was er gemacht hat. Und das war halt nichts so mega abgespacedes oder so. Und ich glaube, das hat sich in dem Alter einfach gut gehört. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich, also es ist Jazz, es ist aber gefällig, war sehr jazzy gesungen, seine Eltern waren ja auch, glaube ich, kamen ja auch aus dem Jazz, da hat er viel mitgekriegt irgendwie und das hat dich dann ja vielleicht auch geprägt. Jetzt bist du Schlagzeuger, hast du mir gerade erzählt. Genau, ich bin Schlagzeuger. Bei Roger Cicero, denke ich jetzt nicht direkt an Schlagzeug, das heißt, das ist ja nicht das spektakulärste Instrument in dieser Musik. Bist du trotzdem über die Musik zum Schlagzeug gekommen oder warst du vorher schon Trommler? Vorher schon, also da habe ich definitiv schon einige Jahre Musik gemacht. Mhm. Also meine Eltern sind auch beide Musiker, haben mich beide zur Musik gebracht. Absoluter Musikerhaushalt. angefangen habe ich tatsächlich mit Klavier. Also ich spiele auch heute noch Klavier. Hatte das auch in meinem Studium als Nebenfach. Nach Noten? Du bist ja Jazzmusiker, natürlich kannst du Noten haben. Ja, wobei, die können ja eigentlich eher keine Noten. Weil sie ihnen egal sein können, oder was meinst du? Im Jazz gibt es ja keine falschen Töne. Lass mal so stehen. Nee, letztendlich, ich wollte mit Schlagzeug anfangen, aber... Ich war halt einfach mit der Körpergröße. Da hat jeder Lehrer einfach abgewunken, hat gesagt, das lassen wir mal. Und hab dann mit dem Klavier angefangen, bin unten noch nicht an die Pedale dran gekommen, aber ich habe irgendwie schon mal so ein bisschen Gefühl für Noten, Töne und alles drumherum bekommen. Mhm. Und das hat mir dann auch beim Schlagzeugspielen definitiv geholfen bis heute, dass ich nicht nur klassischer Schlagzeuger bin, der mit Noten nicht so viel am Hut hat, sondern da halt absolut zu Hause bin. Aber das heißt, du könntest ein Schlagzeug auch einfach vom Blatt spielen? Also mal den klassischen Gedanken, dir legt, du bist auf einer Session neu, du bist eingebucht, dir legt einer ein Blatt hin und sagt, so, 3-4. Genau. Das kannst ist du spielen. Mein Job. Oh Gott, ich muss das immer alles nur auswendig lernen und mir immer draufschaffen, mühsam. Aber ich respektiere das und finde das ganz, ganz großartig. Vor allem, wenn Leute darüber ihre Musikalität nicht verlieren. Ja, ne? Ich liebe das. Also für mich ist das irgendwie immer das Geilste, als Aushilfe gebucht zu werden. Schon teilweise in den letzten Jahren auch mal irgendwie 2-3 Stunden vor irgendwelchen Gigs oder einen Tag vorher. Mhm. Und dann wirklich Noten hin und los, ohne Probe, ohne das Zeug gesehen zu haben. Und das liegt mir auch sehr gut, aber das ist auch tatsächlich so mit das, was mir am meisten Spaß macht, weil da wirst du so richtig gefordert, es muss sitzen, du hast nur eine Chance und das reizt mich unfassbar. Das ist irgendwie so ein geiler Adrenalin. Was wäre das dann für Musik, in der wir dich dann, wo du dann quasi als Session-Drummer, wäre das falsche Wort, als Sub quasi gebucht werden würdest? Von bis, also wirklich im Jazz-Bereich, Big Bands, aber auch ganz viel Covermucke, ganz normal Rock, Pop, Top 40. Aber die ist ja normalerweise nicht ausnotiert. Es kommt drauf an. Also ich habe auch schon oft Musical gespielt und so. Da hast du natürlich komplett aussortierte Shows und auch noch mit Klick und Playbacks und allem drum und dran. Macht mir auch tierisch Spaß. Aber im Coverbereich auch
oftmals ohne Noten, kriegst du in der Setlist geschickt, musst dann ohne Probe im Blindflug 30, 40 Songs runterrattern. Ja. Ich liebe das einfach, das ist genau meine Welt, da bin ich zu Hause. Ich weiß genau, was du meinst. Und ja. Ich habe auch keine feste Band, in der ich spiele, also ich werde nur als Freelancer gebucht am Schlagzeug. Geht aber auch hin bis zu wirklich orchestralen Sachen. Polizeiorchester Hessen habe ich ganz viel gespielt und da sind natürlich dann große konzertante Stücke, die ausnotiert sind. Da musst du dann auch mit dem ganzen Rest ja zusammen funktionieren. Und da du ja also neben dem Dirigenten natürlich das Zentrum des Ganzen bist irgendwo, das ist ja gut. Ja, aber mich reizt das unfassbar. Also ich finde, das macht mir einfach Spaß, der wird es nicht langweilig und dieses... jeder Gig ist anders, jeder Gig hat irgendwie eine andere Musikrichtung. Ja. Das ist ein unheimlicher Antrieb für mich. Wie alt warst du dann, als du, ich sag jetzt mal nicht ausgelernt, das wäre das falsche Wort, man ist ja nie ausgelernt irgendwie, aber als du sagen könntest, okay, da war ich jetzt einsatzbereit für solche Sachen? Oh, schwer zu sagen. Du bist ja 24 Jahre, also darf man ja nicht vergessen, du klingst, als wenn wie ein alteingesessener Mucker, der schon seit 30 Jahren irgendwie nachher noch sein Körnchen trinkt irgendwie. Nee, so ist es ja nicht, aber also ich habe mit 17 habe ich angefangen zu studieren. Hab kein Abi gemacht, deswegen so früh. Ah, okay, verstehe. Nur Realschulabschluss. Und da habe ich das dann wirklich sehr intensiv gemacht und ich würde sagen, wo ich dann wirklich so Geld damit verdient habe, so richtig und gesagt habe, okay, Schule ist rum, ich mache jetzt nichts mehr anderes, das war dann so ein Jahr vorher. Also ich habe ein Jahr, nachdem ich mit der Schule aufgehört habe, habe ich dann mit dem Studium angefangen. Ja. Während dem letzten Schuljahr war ich als Jungstudent in Mainz am Konservatorium. Mhm. Das war auch so eine Studienvorbereitung. Das hat mir auch mega geholfen für die ganzen Aufnahmeprüfungen. Ja. Und genau, das habe ich so während der Schule gemacht. Das war auch abends und auch nicht jeden Tag. Das war wirklich cool. Und aber in der Zeit war ich dann auch schon neben der Schule am Wochenende wirklich viel am Spielen. Und dann, als ich mit der Schule dann endlich fertig war, dann war ich wirklich sehr, sehr viel dann unterwegs. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du mit den Hufen scharst und weißt, okay, ich hab's drauf, ich will jetzt raus in die Welt, da draußen brennt alles und ich will da irgendwie hin. Wo hast denn du da studiert dann? In Essen, an der Volkwang-Universität. Okay, das ist aber nicht die Gegend, wo du herkommst, ne? Da bist du dann also mit 17 quasi noch nicht volljährig von zu Hause weggezogen oder wie war das? Also gut, man muss dann sagen, also das Semester hat ja im Herbst angefangen, da war ich 17 und bin im Januar dann 18 geworden. Ja. Also war dann schon volljährig. Ich selbst komme aus Mainz ursprünglich und bin dann auch tatsächlich noch viel gependelt, weil die meisten Auftritte habe ich einfach hier lokal gehabt. Das ist deine Gegend hier, ne? Hier hast du dich irgendwie so die Jahre immer bekannt gemacht und hast angefangen, dir ein Netzwerk aufzubauen. Und hier hatte ich halt auch einfach so meine befreundeten Musiker, die mich dann auch als Sub und Co. angefragt haben. Und die wussten auch, was du drauf hast natürlich, ne? Ja, also... Aber das war dann nicht Jazz, oder? Unterschiedlich, wie gesagt, Cover, Jazz, alles Mögliche. Und zum Studieren bin ich ja immer hingependelt, hatte da auch eine Wohnung und war meistens so unter der Woche dann dort, am Wochenende hier oder unterschiedlich. Wie lange dauert dann so ein Studium? Also der Bachelor hat 4 Jahre gedauert. Ja, auch nicht wenig, ne? 4 Jahre. Aber klar, wenn du währenddessen als Musiker hat man ja den großen Vorteil, dass man tatsächlich nicht in Anführungszeichen Kellnern gehen muss, also schlecht bezahlt Kellnern gehen muss, wobei ich das nicht despektierlich behandeln will, aber als Mucker hat man dann schon mehr Möglichkeiten, nochmal ein vernünftiges Geld zu verdienen. Klar. Jetzt, da hätte ja aus dir ein respektabler Orchestermusiker werden können, der jetzt mit großen Orchestern auf die Bühnen der Welt rauszieht. Im Anzug allerdings immer. Du sitzt hier nicht im Anzug. Irgendwie. Nee, das heißt also, das war wahrscheinlich nicht so ganz deine Welt. Smoking. Also ich habe nie so Lust gehabt auf irgendwas Festes. Mhm. Also es wäre jetzt auch in keinster Weise was für mich irgendwie in einem Berufsorchester oder der Berufsbigband montags bis Freitag jeden Morgen 3 Stunden Probe. Wochenende. Nicht, das wäre nicht meine Welt. Das finde ich zu langweilig. Ich habe mal an einer Bar in Hamburg habe ich einen Mann gesehen, der sich sehr betrunken hat. Und ich bin dann mit ihm ins Gespräch gekommen und habe ihn gefragt, warum er, in meinen Augen hat es ausgesehen, als wenn er feiert. Und er hat tatsächlich gefeiert. Der war nämlich der Drummer von Cats, von dem Musical. Ah, ja. Der hat also ungefähr 1000x-mal Cats gespielt, immer schön vom Blatt, immer das Gleiche, exakt jeden Abend, samstags 2-mal irgendwie. Und er sagt, wenn ich in meinem Leben noch einmal Moonlight höre, drehe ich einem die Gurgel um und da kann ich mir gut vorstellen, dass du das genau nicht wolltest. Nee, genau, dann spielst du da irgendwie deine Show 300-400 Mal im Jahr mit irgendwelchen Doppelshows zusammen und so. Das wird mich echt nerven. Nee, das ist nicht meine Welt. Aber wie gesagt, ich respektiere das mega und das sind auch alles immer echt geile Musiker und habe auch selbst Musical schon gespielt, aber
Nee, dauerhaft nicht. Nee. Ja, es wird dann wahrscheinlich auch schnell langweilig für einen jungen Menschen. Ne? Genau. Aber jetzt haben wir deine erste CD, deine Prägung, dein Instrument. Was war denn dein erstes Konzert, wo du gewesen bist? Boah, da fragst du mich. Wenn du dich erinnern solltest. Ich glaube, Crow. ist jetzt ein bisschen weird in dem ganzen Zusammenhang. Das ist tatsächlich ein bisschen weird in dem Zusammenhang. Aber ich erinnere mich, dass Crow tatsächlich gerade in meiner Heimatstadt in Münster gewesen ist. Ja, der ist unterwegs, glaube ich. Und er hat eine neue Maske, die mittlerweile zwar noch die Crow-Ohren oben dran hat, aber eher so aussah wie der Integralhelm von Daft Punk. Ah. Also ziemlich spacig, ziemlich abgefahren, aber ja, natürlich mega, mega Mucker. Ich verfolge den jetzt gerade nicht so mega. Das kam damals tatsächlich zustande. Das fand ich ziemlich cool, dass ich bei dem Drummer, beim Flo, mal Unterricht hatte. Mhm. Und er mich dann, als wir hier in Frankfurt in der Festhalle waren, eingeladen hat. Fand ich ziemlich cool von ihm. Das ist großartig. War ich aber auch noch super jung, da habe ich noch lange nicht studiert. Aber dann. Weil vorher war ich auch auf irgendwelchen Konzerten, aber das ist jetzt nicht so, wo ich mich so mega dran erinnere. Also, das war wirklich auch so das erste Konzert, wo ich so richtig alleine war. Ja, aber es war nicht ein Konzert, 15, was dich dazu gebracht hat, irgendwie zu sagen, so, ich muss dringend Mucker werden, sondern es war die Musik selber. Nö, da war ich dann so auf dem Weg irgendwie zum Profimusiker und habe dann irgendwie halt da bei verschiedenen Drummern Unterricht genommen. Mhm. Bin da durch Deutschland so ein bisschen gereist und eher so Masterclass-mäßig mal einen Tag bei dem, einen Tag bei dem. Und und dann kam so ein bisschen die Einladung, habe ich gesagt, ah, cool, freue ich mich. Gut, ja. Da fehlt ja jetzt nur noch die Einladung von Marco Minnemann und dann haben wir es doch, oder? Ja. Für die Eingeweihten ein Schlagzeuger, für die Nicht-Eingeweihten ein Schlagzeuger, der mit allen vier Extremitäten völlig unterschiedliche Dinge machen kann, aber irgendwie klingt es nach Musik. Total abgefahren. Wundervolle Erklärung. Ja, ich glaube, der hat mal eine Zeit lang bei den H-Blocks gespielt, die wiederum aus meiner Heimatstadt kommen. Ja. Da hat er, glaube ich, ganz kurz Schlagzeug gespielt, hat sich aber relativ zügig als überqualifiziert herausgestellt für den Job. Nichts gegen die anderen Drama, die da gespielt haben, aber der Typ ist einfach ein Überflieger, was das angeht. Ja. Aber wenn wir jetzt hier in den Studios rumlaufen, dann stelle ich fest, dass deine Passion zur Musik zwar da ist und die atmet hier auch jede Wand, das möchte ich mal behaupten, deine Liebe zur Musik auf jeden Fall, aber hier bist du eigentlich eher Unternehmer, ne? Das heißt, ja, und vor allem halt und Techniker. Jungunternehmer. Ja, Techniker, also es ist ja vielfältig, ne? Du bist ja hier Techniker, du bist Jungunternehmer, du bist Musiker hier natürlich und deine große Liebe für die Musik sehe ich hier auf jeden Fall in allen Wänden, weil hier mit so viel Liebe zum Detail diese Räume hier ausgebaut wurden und zwar nicht mit dem Blick des Technikers, der du ja auch bist, sondern mit dem Blick des Musikers, der in ein schönes Studio reinkommt. Das heißt, du hast hier scheinbar das Studio gebaut, das du gerne sehen würdest, wenn du da aufnehmen müsstest. So, ne? Ja, ich meine, das ist natürlich ein absoluter Traum. Man muss auch einfach ganz ehrlich sagen, das ist nichts, wie ich mit Studio angefangen habe. Also da können wir gerne auch nochmal so die Zeit 10 Jahre zurückdrehen. Ja. Letztendlich angefangen, für Technik zu begeistern, habe ich, ja, es ist auch wieder so, eigentlich so die Filmstory. Natürlich die erste Band daheim im Keller früher, so mit den ersten Schulkumpels, die Coverband gegründet. Und dann kommt man natürlich irgendwie an den Punkt, oh, wir haben den ersten Gig. Oder im Proberaum, ja, wir müssen ja irgendwie mal eine Anlage aufbauen. Wir brauchen ja mal auch im Proberaum unten ein Gesangsmikro. Ich habe gerade an das Demo gedacht, aber das ist ja schon der zweite Schritt. Der erste Schritt war ja erstmal lange. Das kam auch alles noch vollkommen fürchterlich, was wir da gemacht haben. Und dann habe ich bei meinen Eltern in einem Keller, in so einem Regal, zwei Boxen gefunden und ein altes Mischpult. Da habe ich gesagt, oh cool. Mhm. Hatte keine Ahnung, wie man das anschließt. War irgendwie mal mit meinem Cousin im Keller, ist ein paar Jährchen älter als ich und hat das irgendwie so anschließen können, weil sein Vater auch irgendwie Bandmucker ist. Der hat dir das ja gezeigt quasi. Und auch Anlage daheim und aus dem Proberaum. Und dann hat er mir das gezeigt, haben wir das mal angeschlossen. Und da haben wir in der Probe immer dann halt Keyboard, Gesang damit verstärkt bei uns im Keller. Irgendwann ging es dann natürlich auch mal darum, jo, wir müssen mal irgendwie in der Probe mal schnell was mitschneiden oder so. Oder hier, wir brauchen eine kleine Demo, was wir dann mal für die ersten Gigs so auch einem Veranstalter zeigen können. Ich muss mal kurz zurückrechnen. Wir haben heute 2022. Wenn du sagst, das ist ungefähr 10 Jahre her, dann war das 2012. Da war Audiotechnik ja schon erschwinglich zum Aufnehmen zu Hause. Das war länger her. Das war deutlich länger her. Okay, alles klar. Also ich würde eher sagen, das war bei mir so Ende Grundschule. Ach, hör auf! Ja, ja. Das war, wie gesagt, also das war jetzt, das war
Das klingt jetzt alles so nach Adoleszenz. In der Grundschule habe ich meine erste Anlage aufgebaut, weißt du? Ja, aber du hättest es halt auch mal hören müssen. Ne? Das war also ja, aber ist doch egal. Aber ich finde diesen du scheinst ja keine Angst davor gehabt zu haben, dass das jetzt... Der stirbt ja keiner, ne? Also wovor? Ne? Ja, aber ganz viele Leute da draußen stellen ganz oft viele Fragen, wo du denkst, ja, probier's doch aus, da stirbt doch keiner. Nee. Und trotzdem wird gefragt. Also deswegen, diese Angstfreiheit finde ich ganz, ganz große Experimentierfreude. Nee. Uns verfolgt keiner, wir haben keine Pistole am Kopf, also was soll passieren, ne? Vollkommen richtig. Ja, nee, ist aber zwei Lautsprecher. Vollkommen richtig. Nee, und dann ging das halt darum, dann wollten wir da irgendwie was aufnehmen. Und dann haben wir uns irgendwie beim Mediamarkt irgendwie so ein AUX-Kabel gekauft und sind dann aus dem Mischpult, aus dem Kopfhörer mit Mini-Klinke in irgendeinen alten Laptop mit so einem Free-Aufnahmeprogramm, haben da irgendwas zurechtgewurschtelt. Das klang dermaßen scheiße. Aber es war auf Band. Ja, es war auf Band. Wir haben es dann letztendlich doch niemandem gezeigt, weil das ging nicht. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, ey, das muss doch besser gehen. Ja. Yeah. Und das geht ja. Und ich wusste ja, dass es geht. War dein Ehrgeiz geweckt. Und dann ging es los. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, hier das mit dem Mischpult, da sind ja auch alle Spuren direkt auf Band. Da habe ich ja da gar keine Möglichkeiten. Und dann habe ich ja irgendwie rausgefunden, oh, es gibt ja auch sowas wie so Interfaces und so. Da habe ich dann alles einzeln im Rechner. Okay, dann irgendwann mal sowas besorgt. So, hier Eltern, hier ist so ein Vierkanal-Ding. Erinnerst du dich an dein erstes Interface? Das war, glaube ich, ein Focusrite. Ach ja. Diese schwarzen, weißt du? Ja, die waren früher schwarz, dann wurden die rot. Genau. Ja. Da dann rumgedoktert, klang genauso schlecht, aber ich hatte zumindest irgendwelche Möglichkeiten im Nachhinein dann an den Aufnahmen noch so irgendwas zu machen. Ja. Weil hat es nicht besser gemacht, aber ich habe irgendwie richtig angefangen, Spaß daran zu finden. Und dann habe ich mich da immer weiter reingefuchst, das musst du so machen. Dann mal ich habe am Anfang hatte ich irgendwie so 3-4 SM58. Die wir in irgendeinem Koffer daheim rumliegen hatten. Dann immerhin mal angefangen, irgendwie so Thomann Eigenmarke, mal so ein Drum-Mikrofon-Set. Für einen Huni. Genau, so ja. Nach dem Motto. Und dann mal so, okay, da habe ich ja hier, das kann ich ja jetzt sogar an die Trommel dran machen, das ist ja viel besser ja. Und so. Und ja, da habe ich mich angefangen, dafür zu begeistern. Das wurde dann immer so ein bisschen besser. Dann aus der Schule mal die ersten Kumpels, hier, kannst du das für uns auch mal machen? Konntest du immer noch niemanden zeigen, aber dann war ich so der Produzent. Du warst der Typ, der es kann. Ich war der Typ, der dann da war in einem anderen Raum. Da habe ich mir so eine Besenkammer nebendran mit so einem Vorhang und einen Meter weiter das Schlagzeug. Dieser extra Raum hat überhaupt nichts gebracht. Natürlich nicht. Mit einem Vorhang, der unten 30 Zentimeter Luft hatte zum Boden. Ich habe mich aber wie in meiner Traumregie gefühlt. Ich war in einem anderen Raum als die Musiker. Ich habe gedacht, jetzt bin ich hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ab. Und habe dann da Aufnahmen für die gemacht. Da konnten die am Ende nichts mit anfangen. Das war alles scheiße. Aber ich habe da habe ich Blut geleckt. Und dann habe ich gesagt, okay, damit will ich mich tatsächlich intensiver auseinandersetzen. Und habe dann angefangen. Also aber direkt mit einem Berufswunsch vor Augen oder erstmal nur eine Leidenschaft? So? Erstmal eine Leidenschaft, definitiv. Ja. Weil mein Traum war es immer, ich will Musiker werden. Ja. Ich will Profimusiker werden. Und unterwegs sein, Tourneen, sonst was. Technik ist cool, vielleicht kann ich das so nebenher ein bisschen machen. Und dann immer so die ersten Akustikmodule gekauft. Und dann kam ein ganz großer Schritt für mich. Ich habe mir mein erstes Paar Monitore gekauft. Ich wollte gerade fragen, wann sind die ersten richtigen Boxen dazu gekommen? Genau, das kam dann vielleicht so ein Jahr später, zwei Jahre später, vorher alles mit mit Kopfhörern. Und dann bin ich mit meinem Opa in dieser Regie hingegangen, da haben wir zwischen zwei Wände dann so ein Brett gemacht, dann konnte ich die da so draufstellen und ja, haben mir noch so einen externen Bildschirm dann besorgt und habe da mein MacBook angeschlossen und da habe ich gesagt, ich war im Traum. Das war der Knall. Den Monitor benutze ich heute noch gerne. Ich überlege gerade, du warst aber in der Schule natürlich dann trotz deiner Technikbegeisterung nicht der Nerd, weil du warst ja Mucker, ne? Also nee, gar nicht. Ich habe auch in der Schule immer in allen Ensembles gespielt und das hat mir auch richtig Spaß gemacht, ganz klassisch so in der Schulband, im Symphonieorchester, sind da auch viel in Europa rumgereist. Das war auch immer für uns als junge Leute mega geil. Also was spielst du da und da und fliegst da hin und da sind Konzerte, die ausverkauft sind, weil da kommen die Gäste aus Deutschland. Das war für mich riesig cool. Und da wusste ich eigentlich, ey, das will ich machen. So Touren unterwegs sein als Mucker. Ja, ist ja auch erstmal verführerisch, weil auf jeden Fall, das hat mir so Spaß gemacht. Sobald du mal dann was
außerhalb in der Ortschaft, in der du wohnst, halt an Gigs spielst, auf einmal macht Spaß. Und ja, dann bin ich hingegangen und habe das immer intensiviert. Und dann kam der Punkt Schulpraktikum. Und da habe ich gesagt, beziehungsweise meine Eltern kannten einen, der eins der größten Studios auch in Deutschland betreibt, in Mainz. Und die kennen den seit eh und je. Das war letztendlich dann auch der, bei dem ich mein erstes Studio angemietet habe. Da kommen wir dann ja noch zu. Und dann habe ich bei ihm 2 Wochen das Praktikum gemacht. Und dann habe ich halt plötzlich eine 5 Meter SSL-Konsole gesehen und warte mal, sowas große Ähnliches Genelec, wie das hier? Und große Genelec-Speaker in der Wand und habe dann gedacht, wow, ey, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war Wahnsinn. Und wahrscheinlich im Leben auch noch nicht gehört, was da rauskommt. Nein, auf keinen Fall. Also das war ein Komplex. Und in diesen 2 Wochen habe ich gesagt, ey, das ist mein Job. Das ist mein Job. Wir haben direkt am ersten Tag, habe ich ja irgendwie geholfen, haben wir eine Vertonung für einen ZDF-Film gemacht und da eine Filmmischung und so. Das war so cool. Ich habe gedacht, ey, was geht hier eigentlich ab? Das heißt, du hast auch direkt an High-Level-Material gearbeitet. Das heißt, du bist nicht irgendwie im kleinen Krauterstudio um die Ecke gewesen, sondern du hast richtig schon Blut geleckt. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, wie geil ist das denn bitte? Und dann ging es, da habe ich einfach Blut geleckt. Dann mussten wir auch Sachen einspielen für was. Dann durfte ich was am Schlagzeug spielen, was am Klavier durfte da bei einer Vertonung richtig mithelfen. Und da habe ich einfach meinen Traumberuf gefunden. Habe gesagt, ey, das will ich machen. Aber wie toll, dich da sofort so zu integrieren, also unabhängig davon, dass man sich vielleicht schon mal grob kannte. Genau. Normalerweise sind Schülerpraktikanten, so Verwandtschaft halt, ne? Das war, die Kaffee kochen. Genau, ja, aber das war so Verwandtschaft. Meine Eltern hatten auch so dort schon Projekte gemacht, keine Frage. Die kannten sich wirklich so, keine Ahnung, 10, 20 Jahre. Das ist ja auch schon was. Also ich meine, du warst ja jetzt nicht unnütz jemand, der jetzt mal reinschnuppert in eine andere Welt, sondern du hast ja schon was mitgebracht, was du dir selbst erarbeitet hast. Vor allem habe ich da mega viel dazugelernt, weil so mit meinem Halbwissen, was ich da schon mal so hatte, das wurde da sehr schnell auf eine richtig geile Bahn gebracht. Und das hat mir riesig weitergeholfen, dass ich mich wirklich angefangen habe, dann sau intensiv damit zu beschäftigen, gefühlt gar nicht mehr aus meinem Keller da rausgekommen bin. Dann wurden natürlich auch mehr über die Jahre dann die Bands, mit denen ich dann gespielt habe, auch immer besser. Wir haben auch immer weiter so Sachen recorded, ob das Demo waren oder nur mal ein kleiner Mitschnitt für eine Probe oder für ein Weihnachtsspecial, was wir dann auf Facebook raushauen. Und habe dann angefangen, das immer zu machen. Und die Ergebnisse wurden immer besser, immer besser, immer besser. Ich habe verstanden, okay, ich muss das und das dafür tun, um das und das dabei rauszukriegen. Und ja, dann ging es in die Richtung, dass ich mit der Schule fertig war. Habe das schon so semi-professionell, so kann man es, denke ich mal, ungefähr betiteln, gemacht. Und dann am Ende der Schule habe ich den Bekannten halt gefragt, habe gesagt, hier, ich will das gerne machen. Ich will das professionell machen. Bin jetzt mit der Schule fertig in einem Jahr oder so. Ja. Kann ich anfangen, bei dir zu arbeiten? Kannst du mir das beibringen? Ich sag's nur noch mal. Da warst du 15 oder 16. So in etwa. Roundabout. Und hab dann dort angefangen, vollkommen unbezahlt. Ich habe gesagt, ich will einfach da sein. Ja. Ich hatte noch keinen Führerschein. Ich wurde da immer hingefahren. Oder bin eine Dreiviertelstunde von mir daheim im Bus dahin jeden Tag. Und ich war dann Montag bis Freitag jeden Tag dort. Und dann hat er sogar auch eine riesige technische Veränderung in dem Studio vorgenommen und hat im Endeffekt alle Räume neu umgebaut. Damals hat er auch dann schon sehr früh eine Regie zu einem Atmos-Setup umgebaut und sonst was. Und diesen ganzen Studioumbau mit einer anderen Person haben wir zu dritt gemacht. Und das war für mich da so dieser Punkt, wo ich sage, ey, da habe ich so viel gelernt wie noch nie in meinem Leben. Das glaube ich. So 10 Jahre Schule, scheiß drauf, in diesen einen Monat, da habe ich alles fürs Leben gelernt. Ja. Und wir haben von Grund auf mit Bodenkanälen komplette Signalführung. Wir haben Kilometer Kabel rausgerissen, neu verlegt, geplant. Wir haben im Grunde ein neues Studio aufgebaut. Und du warst mittendrin. Und ich war mittendrin, habe jeden Tag selbst die Kabel damit gezogen. Und auf einmal hat es Klick gemacht. Ich habe das gerafft. Ich habe gecheckt, wie so ein großes Studio funktioniert. Und das hat mir so Spaß gemacht. Da war ich so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Weil ich war nicht sonderlich gut in der Schule, im Gegenteil. Ich habe in meinem Abschlusszeugnis irgendwie 10 Vieren. Ich habe mich immer nur auf die Musik konzentriert. Ich habe mich nur für die Musik begeistert. Meine Lehrer haben irgendwann
am Ende auch nur noch gesagt, ja, wir haben verstanden, der will Musik machen, der soll Musik machen. Wir legen ihm jetzt auch keine Steine in den Weg. Lass ihn Musik machen. Ja. Für sein Musikstudium braucht er kein Abitur. Es geht nur über die Aufnahmeprüfung. Aber letztendlich, das, was du da gelernt hast, war für dich ja nicht relevant und interessant. Nee, sie konnten dir einfach nicht helfen. Sie hätten es wahrscheinlich gerne, aber... Ich hätte das auch mit Sicherheit gut machen können. Die haben definitiv gesagt, hier, Olli ist kein Idiot. Der kann das. Der hat andere Prioritäten im Leben. Und hatte ich auch. Und ab dann habe ich wirklich angefangen zu leben und habe gedacht, ja, genau das ist es. Und ab dann war wirklich für mich unausweichlich, dass das mein Job wird. Und ich habe jeden Tag dort verbracht, alles von ihm beigebracht bekommen. An der Konsole, Mikrofonierung, große Orchesteraufnahmen. Er hat auch einen riesen Konzertsaal. Und ich hab das einfach täglich face-to-face und direkt aus der Praxis gelernt. Wie ging das dann einher mit dem Studium? Ich meine, da bist du dann ja als Musiker viel unterwegs gewesen und so weiter. Hast du dann die andere Freizeit, die du dann noch hattest, quasi dann im Studio verbracht? Oder? Eigentlich war es so, dass ich halt unter der Woche so... in Anführungsstrichen wie ein Job im Studio einfach war. Es war kein Job, ich war einfach dort, habe das gelernt, so ein bisschen wie so ein Azubi, könnte man sagen. Und habe am Wochenende Gigs gespielt. Und aber definitiv war auch von meinen Eltern auch damals klar, und das war auch mein Anspruch, ich will auf jeden Fall einen Abschluss, ich brauche eine abgeschlossene Berufsausbildung. Man weiß nicht, was kommt. Angenommen, dass mein Studio wäre nicht gelaufen, könnte ich mich jetzt direkt bei Big Band, WDR Big Band, HR Big Band, irgendwas direkt bewerben als Lehrer, whatever. Habe meinen Abschluss, das war mir wichtig. Aber ja, dann fing es an, da war ich dann, das war das Jahr vor dem Studium, wo dann der ehemalige Chef in Anführungsstrichen gesagt hat, okay, ich bin jetzt in einem Alter, ich möchte mich verkleinern, ich habe hier 4 Studios im Haus, wir würden gerne 3 davon vermieten. Hast du da Interesse dran? Ein fertig eingerichtetes Studio mit einer SSL, mit Genelex, mit... Das war nicht. Wo du noch mitgeholfen hast, es umzubauen? Genau. Ja. Es war kein wirklich großes Studio, also es war eine Regie. Ja. Und angrenzend einen Aufnahmeraum. Sag mal, irgendwie für eine Band, 4 Musiker oder so, dass es noch cool ist. Ja. Und in dem Moment habe ich einfach gesagt, also es war natürlich auch damals, also es war eine immense monatliche Miete. Das war auch erstmal was, wo man schlucken musste. Ich hatte noch nie ein Business geführt oder so. Ich habe auch am Anfang definitiv rein durch meine Musik dieses Studio finanziert. Mhm. Also vorne rein, hinten raus quasi, die Kohle. Ja, hab dann da auch nochmal ein bisschen Geld noch reingesteckt, in ein bisschen mehr Technik. Ja. Musste mir erstmal ein paar Mikros kaufen für Studio, hab mir da irgendwie meine ersten 2 kleinen Neumann-Mikros gekauft, benutze ich heute noch. Ja. Und da war für uns im Endeffekt auch, für meine Eltern klar, wenn wir das jetzt nicht machen, sind wir blöd. So, aber in dem Zusammenhang, wenn du jetzt, du hast ja zu der Zeit erstmal keine richtigen Referenzen gehabt. Wen hast du schon gemacht? Ja, null. Ne? Das heißt, man hat also, man trifft die Entscheidung, Studio ist geil, das ist das, was ich machen will und so weiter. Und jetzt eine Frage, die ganz oft im Recording-Blog gestellt wird: Wie komme ich an Klienten, wie komme ich an Leute ran, die ich mische? Das habe ich mich selbst halt gefragt. Mhm. Ne? Ich stand vor nichts. Ja. Und wirklich mit richtig fetten monatlichen Kosten und auch, erstmal diese Riesenkosten, die Technik zu übernehmen, weil die Technik letztendlich habe ich abgekauft. Ach so, okay. Genau. Und das war zum Glück eine familiäre Unterstützung, die ich hatte. Ich habe dann zu meinem 18. Geburtstag im Endeffekt 2 Bausparverträge bekommen, wo meine Eltern und meine Großeltern das ganze Leben lang eingezahlt haben. Ja, das ist natürlich toll, ja. Und das hat plus minus gereicht, dass ich die Technik übernehmen konnte. Dann das war dann halt auf einen Schlag weg. Ja, da hast du eine Riesenstarthilfe gehabt. Also das großen Dank an deine Eltern. Das auf jeden Fall, weiß ich auch bis heute wirklich extremst zu schätzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und vor allem, dass sie dir das nicht ausgeredet haben, dass du es dafür benutzt, weil das ist ja, Junge, wir wollen dir doch die Ausbildung finanzieren oder was auch immer, keine Ahnung. Also, meine Eltern standen immer hinter meinen Projekten. Großartig. Sie haben nur immer eine ganz klare Ansage gehabt, wenn du was machst, dann richtig. Das ist die einzige. Nur unterstreichen. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, ja. Also wenn die sagen, du kannst das jetzt machen, aber dann ziehst du das durch. Mhm. Das ist jetzt hier, das ist eine Riesenentscheidung in dem Alter. Als wir das unterschrieben haben, dort, ich war 17, meine Eltern mussten mit unterschreiben, den Vertrag, den Mietvertrag. Und es war aber halt auch von dem Vermieter damals
auch eine riesen Wertschätzung, dass er sagt, ey, ich traue dir das zu. Mhm. Willst du das machen? Ja, da stand ja auch der Name wahrscheinlich dran an dem Studio, ne? Klar, ja? Letztendlich habe ich das dann ja selbst bewirtschaftet, ja? Und auch dort tatsächlich ab Tag 1 mit dem Namen Klangfabrik angefangen. Mhm. Das ist jetzt irgendwie 6 Jahre her oder so. Damals ist der Name entstanden und ja, dann ging es los. Dann war ich ganz stolz, da haben wir außen waren so Rahmen an der Tür, da konnte ich dann mein Logo reinmachen, da habe ich vom Grafiker wirklich mir ein Logo machen lassen, das ist mittlerweile auch anders, aber das war für mich wirklich ein Riesenschritt. Pass auf, ich stelle mir vor, also Olli sitzt in seinem Studio da, in seinem Traumpalast, den er jetzt hat, das ist dein Ding, du bist noch keine 18 Jahre alt, du sitzt da, hast aber keine Klienten. Ja. Jetzt kommt der Anruf von der ersten Band. Hast du noch Kapazitäten frei? Bist du dann mit dem Telefonbuch? Ich muss mal kurz in meinen Terminplan gucken. Okay, vielleicht am kommenden Sonntag. Oder was war in dir los? Tatsächlich kam der Anruf nicht. Oh. Weil er kommt nicht. Also Leute, nicht drauf warten, er kommt nicht. Nee. Die Leute scheitern daran, die vorm Hörer sitzen und warten, bis er klingelt. Ja. Es war gut, ich hatte ja auch noch sau viel mit Gigs zu tun. Das heißt, stimmt, ich hatte du warst auch, connected, ne? Ich war halt auch selbst noch viel unterwegs. Ja. Da habe ich mir erstmal Geld verdient, dann kam auch noch das Studium am Anfang. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so richtig losging. Dann war es, okay, ich habe das jetzt, habe auch wirklich dann auch mit meiner Band. Haben wir ein paar Referenzaufnahmen eigenes Zeug gemacht. Vielleicht. Genau. Es waren sogar Cover. Oh. Wir haben keine eigenen Aber selbst gemacht. Wir waren eine Coverband. Ja. Wir haben das dann mal eingespielt. Ich bin auch immer besser geworden, habe da richtig Spaß dran gefunden. Und dann hatte ein Kumpel von mir eine Band, die wollten was aufnehmen. Mhm. Und dann sind wir da irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich habe das für ein Appel und ein Ei gemacht. War einfach froh. Meine erste Session. Ja. Und ja, das war wirklich rein über Vitamin B. Ey, ich kenne da jemanden, der baut sich gerade ein Studio auf, der kann euch das wirklich günstig machen. Mhm. Ich habe das halt für mich auch so als meinen Probelauf mal wirklich benutzt. Dann ging das so, dann habe ich erstmal geguckt, ey, jetzt muss ich mir mal so ein Rechnungsprogramm besorgen und wie kriege ich denn da jetzt mein Logo rein und was muss ich irgendwas beachten? Ja. Und dann, das war voll der Blindflug teilweise, weil ich dann gedacht habe, okay, normalerweise hatte ich immer so ich war halt immer in dem laufenden Studio und jetzt bin ich allein. Das ist wie spielen in einer Band und plötzlich bist du Solokünstler, ne? In der Band kannst du dich immer auf alle verlassen, weil irgendeiner ist immer da, der es rausreißt, also wenn du mal daneben schlägst irgendwie, aber dann bist du plötzlich Solokünstler. Ne? Also und da muss ich sagen, da hatte ich schon bei der ersten Session schon echt Schiss. Da habe ich mir richtig in die Hosen geschissen. Ich habe echt riesen Auftritte gespielt und richtig viel hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das war mein Leben, meine Leidenschaft. Ja. Und auf einmal hockst du da mit 4 Leuten in einem Raum und hast Angst, als würdest du gerade irgendwie bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzen. Und die waren nur glücklich, dass sie an Studiozeit rangekommen sind, wahrscheinlich in einem coolen Studio und was aufnehmen konnten. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und das war wirklich der beste Schritt, den ich machen konnte, weil es war halt einfach raus aus dem Keller in das erste richtige Studio. Und ein Studio selbst bauen, Akustik, das wäre keine Option gewesen. Das wäre nicht möglich gewesen. Hast du zu dem Zeitpunkt ja auch schon mal gemacht? Ehrlich gesagt, du hast das Studio ja schon mit aufgebaut. Ja, aber letztendlich gab es das Gebäude aber zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre. Mhm. Es hat High-End-Akustik gehabt, Raum in Raum. Das ist ein renommiertes Studio gewesen. Mit anderen Worten, du konntest aufgrund der vorhandenen Technik und deines Know-hows auf jeden Fall schon mal auf einem Niveau abliefern, wo Otto Normal, Studiobetreiber, zu Hause vielleicht im kleinen Heimstudio nie hätte so abliefern können. So wie ich. Ich habe partout viel, 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 viel bessere Ergebnisse bekommen, weil ich auch endlich wirklich auch das gehört habe, was wirklich aus den Lautsprechern rauskommt, was ich da mische und so. Ich habe dann auch wirklich ganz viel Zeit damit verbracht, wirklich zu üben, 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 üben. Mir irgendwelche Multitracks besorgt, abgemischt. Dann hat sich das aber auch rumgesprochen, dann kamen immer mehr Aufträge. Mhm. Dann habe ich auch einige Werbejobs gehabt, habe Sprecher aufgenommen, dann auch teilweise Vertonungen dazu gemacht, die ich dann eingespielt habe. Oder Live-Kicks, bei denen ich sogar mitgespielt habe, Live-Recording gemacht, wo das als Live-Platte dann rauskam und so weiter. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Jetzt kommst du vom Jazz. Das war deine Leidenschaft, das ist deine Leidenschaft. Hat das bei dir auch dazu geführt, dass du deutlich audiophiler gehört hast
Also, dass du schon eine klare Klangvorstellung von dem hattest, schon früh eine klare Klangvorstellung hattest, wie fein, wie toll, wie gut das klingen soll? Oder musstest du dich trotzdem durchwühlen irgendwie und das hat, Learning by Burning quasi betreiben? Würde ich schon sagen. Also, das hatte ich noch nicht am Anfang. Nee. Das war halt auch, je tiefer ich dann auch wirklich in dieses ganze Mixing, Recording da reingestiegen bin, auch in dem neuen Studio, dann hat sich das wirklich extrem entwickelt. Mhm. Und das hatte ich am Anfang definitiv nicht. Ja, also manche Leute mischen ja tatsächlich mit einer, also Pros sagen ja immer, ich habe eine Vision vom Sound. Und ich stelle mir immer vor, wenn jemand schon mal so ein klares Bild im Ohr hat, wo er hin will, dann ist es egal, wie lange er braucht, um da hinzukommen, aber er kommt da irgendwie hin. Ne? Also wenn du die Tools hast, dann kommst du da irgendwie hin. Und wenn du sagst, dass die Prägung jetzt nicht zwingend da war, sondern dass du dich da weiterentwickelt hast. Aber hilft dir der Jazz trotzdem, dass du vielleicht filigraner Musik verstehst als vielleicht Brachial-Punk-Musiker oder Speed-Metal-Metalisten oder sonstige? Würde ich nicht sagen. Also das gibt ja eigentlich in jedem Genre einfach diese audiophilen Leute und es gibt ja auch für alle Genre halt die entsprechenden Engineers. Ne? Also da würde ich jetzt sagen, dass die Musikrichtung definitiv nichts damit zu tun hat. Mhm. Zumindest bei mir. Was ich dafür aber entwickelt habe, dadurch entwickelt habe, ist einfach meine Liebe zu dieser akustischen Musik und akustisch aufgenommene Instrumente. Und das hat mich halt immer begeistert. Wie kriege ich wirklich mit Mikrofonie in einem guten Raum mit den Instrumenten, wie kriege ich diesen richtig geilen Sound hin? Also ohne eine mega Post-Production, sondern erstmal zu sagen, wenn ich es richtig aufnehme, muss ich hinterher weniger arbeiten quasi. Ja, erstmal da schon viel rauszuholen, aber ich habe halt immer dann auch wirklich die großen Aufnahmen gehört und habe gesagt, hey, das Schlagzeug und so, aber wie kriege ich das hin? Und ich habe da so viel ausprobiert, rumgedoktert und irgendwann kam wirklich so der Moment, wo ich es gecheckt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, es stimmt. Eigentlich ist alles so leicht. Und wo du es dann reproduzieren konntest auch endlich. Genau, und da, das war für mich, ja, das glaube ich. Das war ein Riesenmoment. Und dann kommst du ja quasi kommst du mit Rieseneiern ans Set und kannst sagen, was soll passieren, ne? Mir fallen die Arme nicht ab, ich weiß, was ich tun kann. Ja. Bitteschön, ne? Nee, also da habe ich einfach dann Blut geleckt und habe dann auch gesagt, okay, hier diese akustischen Aufnahmen so, ob das auch akustischer Pop, wo wirklich noch Standard-Band-Setup oder Rock, da habe ich einfach gesagt, hier, das ist mein Ding, das ist so meine Spezialisierung. So. Das heißt, das sind dann aber auch Aufnahmen, wo alle Musiker gleichzeitig zusammen spielen? Sowohl als primär auch. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also gut, ein Orchester spielt ja idealerweise in einem Raum zusammen. Das heißt, klassische Mikrofonierungsformen und so weiter und so fort sind für dich die leichteste Herausforderung. Genau, aber gut, ich hab genauso auch Pop-Acts hier im Studio, die ganz klassisch irgendwie getrennt aufnehmen. Aber ich liebe es halt einfach, wirklich einen geilen Drum-Sound zu machen und alles Mögliche. Da habe ich einfach Riesenfreude dran. Hast du dafür lange üben müssen, um das herauszukriegen, wie du, also ich meine, klar, ein gutes Schlagzeug, wenn du Schlagzeuger bist, weißt du auf jeden Fall schon mal, ein gutes Schlagzeug klingt besser als die Schießbude für 100 Euro von wem auch immer. Ja. Mit schlechten Fällen, nicht gestimmt, irgendwie kaputte Becken etc. Ja. pp. Wie unser Oma immer sagte, Kacke kann man nicht polieren. Genau. Du hast also ein gutes Schlagzeug, es ist gestimmt, es steht in einem guten Raum, du hast die Mikrofone zur Verfügung, du hast das Handwerk. Genau. Das heißt, für dich geht dir das leicht von der Hand. Wie viel musstest du aber dafür üben, dass du da wirklich an den Punkt kommst, dass du zielsicher deine Mikros aufstellst, dein Drumset beurteilst auch, ob es in Ordnung ist oder nicht? Es hat schon, würde ich sagen, auf jeden Fall mal so 2-3 Jahre gedauert. Mhm. Weil das Problem war nicht, also viele Sachen, jetzt im Nachhinein sage ich, das ist überhaupt kein Hexenwerk und eigentlich kann das jeder Idiot. Ja. Aber an diese Informationen mal zu kommen, okay, das finde ich, also das hat lang gedauert. Und bis du mal wirklich bei so einem Drumset mal dann auch wirklich zu 1000% deine ganzen Phasen und so im Griff hast und erstmal und dann auch checkst, ey, was so verschiedenste Sachen ausmachen. Das hat so damals, als ich angefangen habe, echt gedauert, wo ich gesagt habe, ey, ich mach doch alles richtig, aber irgendwie ist es immer noch nicht ganz so fett wie bei den anderen. Aber war es dann wirklich Trial and Error oder hast du dann irgendwann die magische Information von irgendeinem Pro aus dem Nähkästchen bekommen? Also irgendwo schnappt man natürlich immer noch so Tipps und Tricks auf, das tue ich auch heute noch und das werde ich auch noch die nächsten 20 Jahre. Ja. Aber es war viel ausprobieren und am eigenen Leib so spüren, okay, jetzt habe ich es wirklich gecheckt und ich muss das und das machen, dass das funktioniert. Aber da musst du ja einen irren Ehrgeiz auch für haben, weil da gehört ja mehr Scheitern als Gewinnen dazu. Ja, ne? Ist so.
Irgendwann ist andersrum vielleicht. Ja, den Punkt hast du ja anscheinend erreicht. Wenn du jetzt, also ich meine, die Zeit, die du damals da reingesteckt hast, wirst du auf die kommenden 40 Jahre wahrscheinlich entsprechend einsparen, weil du auf jeden Fall ganz gezielt weißt, was du tust. Irgendwie. Gibt Schlimmeres. Du bist Schlagzeuger. Spielst du auch professionell in anderen Bands auch andere Instrumente? Du hast gesagt, Piano kannst du spielen oder kannst du. Ich spiele auch Gigs damit, ja. Ja. Aber Schlagzeug ist definitiv mein Hauptinstrument. Ja, gut. Dieses Studio, das ist ja heutzutage nahezu nicht vorstellbar. Ein so großen, ich nenne es mal ein Studio-Komplex, das ist es ja wirklich, so einen großen Aufnahmeraum, den sieht man selten. Mhm. Vor allem so einen toll klingenden großen Aufnahmeraum, der auch noch optisch fantastisch ist, der mit einer Idee entstanden ist und ja, so weiter. Heutzutage wird ja oft davon geredet, dass große Studios, das große Studiosterben aus der Zeit der Digitalisierung etc. pp. Ist ja immer noch in aller Ohren irgendwie. Und dass man sagt, ja, so ein großes Studio kannst du eigentlich wirtschaftlich nicht betreiben. Jetzt sitzt mir gegenüber ein 24-jähriger junger Mann, der sagt, alles Blödsinn, bei mir läuft's Bombe. Ja, ist auch Blödsinn. Um es mal einfach so salopp zu sagen. Ich müsste dich ja jetzt nach der magischen Bohne fragen, mit der du das machst. Aber tatsächlich ist der Bereich, in dem du dich bewegst, ja auch ein Bereich, der wahrscheinlich eher noch Geld für Studioproduktionen hat, nämlich große Bands, Big Bands, Filmproduktionen, also da die Orchesteraufnahmen vielleicht genau, sogar, ne, und so weiter, als vielleicht die kleine Rockkapelle um die Ecke. Ja. Die vom Stammtisch sparen, jedes Treffen Fünfer rein, irgendwie so gerade mal 800 Euro zusammenkriegt und sich das mühsam ersparen muss und dann natürlich lieber ein Audio-Interface kauft und versucht es selber aufzunehmen, wobei die 800 Euro wahrscheinlich in einem Studiotag hier besser angelegt werden. Ne? Zum Beispiel. Ja. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen auch, also wir sind ja, wie du auch eben gesagt hast, in dieser Branche, dieser großen akustischen Aufnahmen unterwegs. Ja, ja. Und da sind wir einfach ganz schnell an einem Punkt, wenn du irgendwie halbwegs gute Ergebnisse haben willst, das kannst du in deinem Proberaum mal irgendwie mit mal 2-3 Mikros mal eben irgendwie aufstellen. Das funktioniert einfach nicht. Nein. Dann sprechen wir ja teilweise dann von 30 bis 40 Musikern und entsprechend noch viel mehr Mikrofonen dann unter Umständen. Und wie willst du das machen irgendwie mal mit deinem 8-Kanal-Interface und irgendwie 2-3 Mikros? Das kannst du schon, du kannst da irgendwas machen und das ist auch immer, das wird auch vollkommen ausreichen, um mal gerade im Proberaum was Kleines mitzuschneiden, was man irgendwie sich daheim nochmal anhören kann. Keine Frage, damit, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber letztendlich, wenn du gute Ergebnisse haben willst, kommst du in dieser Größenklasse an Ensemble nicht mehr um so ein Studio drumherum. Und das ist einfach das, wo ich mich drauf spezialisiert habe. Großartig, ja. Also ich habe einen Zuschauer tatsächlich, von dem ich weiß, der behaupten würde, gib mir 4 Mikrofone und ich mache dir eine Riesenaufnahme. Bei dem weiß ich allerdings, dass das drauf hat. Der war am Lehrstuhl und hat beigebracht, wie man tatsächlich mikrofoniert, wie man aufnimmt. Hat alles drauf, ein großartiger Typ. Der würde das Gegenteil behaupten. Allen anderen sage ich, nein, man muss wirklich viel, viel üben. Ich stelle mir jetzt gerade noch die Frage, gerade in diesem, es ist nicht wirklich E-Musik, ne? Also es ist halt nicht nur klassische Musik oder sonst was. Aber ich stelle mich schon die Frage, welche Produktion hat so die Tür für dich geöffnet, dass diese anderen Bands das Vertrauen hatten, dass sie zu dir gekommen sind und gesagt haben, ey, der hat den so geil klingen lassen, bei dem muss ich unbedingt auch aufnehmen. Gibt es da so einen Knackpunkt an der Stelle? Würde ich eigentlich nicht sagen. Das war einfach viele Jahre dranbleiben und Fleiß und Netzwerken. Ja. Letztendlich müssen sich die Leute kennen, weil hier das schönste Studio bringt ja nichts, wenn keiner davon weiß. Ja. Und da gab es jetzt aber keinen Schlüsselmoment, wo es dann irgendwie Klick gemacht hat, dass es plötzlich läuft. Das war wirklich einfach jahrelange Arbeit. Und ja. Du hast gerade Fleiß gesagt. Ich sage immer, die erfolgreichen Leute sind auch die, die am meisten arbeiten. Wie viele Stunden hat deine Woche? 7 Tage die Woche. Von morgens um 9 bis abends um 10. Working night and day. Genau. Nicht 9 to 5. Also wirklich 24/7. Sonst. Das hängt aber auch, glaube ich, ein Stück weit einfach mit der Leidenschaft zusammen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Man denkt, also ich bin halt definitiv der Typ, der dann sagt, Sonntagabend kommt nur Müll im Fernsehen, wo ich sage, ich könnte doch auch hier nochmal so ein bisschen den Song gerade nochmal fertig machen. Wie klingt das denn eigentlich, wenn ich da nochmal, ich habe da gerade so eine Idee, Schatz, wir sehen uns gleich. Ja, so ist es ungefähr jeden Abend. Ich bin jetzt hier nicht so, dass ich hier nicht mehr rauszukriegen bin. Ich freue mich genauso über Abende mit meiner Freundin und ausruhen und irgendwie essen gehen. Keine Frage, liebe ich. Aber man ist dann doch irgendwie auch mal länger da, als man muss. Ja. Aber das ist halt einfach, weil das hier mein Leben ist.
das ist für mich einfach keine Arbeit. Das atmet dieses Studio tatsächlich in jeder Pore, ja, dass es dein Leben ist. Und ich finde, diese Emotion und diese Leidenschaft, die kommt hier auch wirklich rüber. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich, wenn ich mal irgendwann eine Bandproduktion mache, dass ich das dann auch hier machen möchte. Würde ich mich sehr definitiv freuen. Vor allem, weil ihr die schönen grünen Felder auch drumherum habt. Das ist so ähnlich wie bei uns im Münsterland. Ein fantastischer Einblick hier in deine Welt, in dein Leben. Ja. Ist es ja quasi. Ja. Und ich beschließe die 30 Minuten mit immer, auch wenn wir gerade schon mal wieder ein bisschen leicht überzogen haben wahrscheinlich. Meinst du? Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Björn schnackelt auch schon mit. Und, aber wobei, guck mal hier, wir haben doch noch 7 Stunden 12. Das schaffen wir. Das ist eine gute Idee. So, ich glaube, wir haben Zeit mitgebracht. Aber wir müssen du hast einfach eine gute Speicherkarte mitgebracht. Ja, das ist wichtig. Aber wir haben auch noch mehr vor. Ganz genau. Wir haben noch mehr vor. Aber wir beschließen die 30 Minuten mit immer mit meiner Lieblingsfrage, möchte ich nicht sagen, aber mit einer sehr spannenden Frage, die heißt 3 Plugins für die einsame Insel. Das heißt, du bist ja auch Mixing Engineer. Das heißt, mit welchen 3 Plugins oder ohne welche 3 Plugins könntest du nicht arbeiten? SSL-Channel, der? Der echte. Ja, oder UAD. Okay. Oder whatever. Ist ja scheißegal, was draufsteht. Also ein Channel Strip auf jeden Fall schon mal, wo. Ans Ziel kommst du mit allem. Mhm. Bei mir schon. Viel 1176. Hardware oder Software? Beides. Ihr könnt das nicht sehen. Es gilt, ich blende es mal ein. Es gilt immer hier beides. Hier gibt es gerade auf jeden Fall. Es gilt immer beides. Ja. Nee, auf keinen Fall. Ich liebe die ganze Hardware, die wir hier haben. Ja. Hab aber trotzdem, gerade bei manchen zeitkritischen Sachen, definitiv Sachen, die ich komplett in the box mache. Ja. Gerade wenn man auch weiß. Auch Kopfhörer? Oder definitiv Studio? Studio. Ja, also schon hier, aber ich habe ganz viele Sachen, wo ich hier einfach nur die Summe auf dem Pult liegen habe, wo ich weiß, okay, das muss jetzt mega schnell gehen, da kommen gleich Revisionen oder ich bin auch gerade in einer anderen Produktion drin und es klopft einer schnell an, hallo, wir brauchen jetzt schnell einen Mix, der muss heute Abend noch raus. Mhm. Also ich bin in keinster Weise so militant, dass ich sage, hier, das brauchst du, sonst können wir aufhören. Aber es ist jetzt auch nicht nur ein Summing-Mischer. Nein, in keinster Weise. Alle Recordings laufen hier drauf, alle großen Mixe laufen hier drauf, weil es macht halt einfach einen tierischen Klang. Ja, also das lohnt sich. Also SSL-Kanal, F76, damit kommst du schon weit. Vielleicht irgendwas Räumliches? Irgendein Hall-Plugin, auf das du, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall Magic für mich? Naja, Magic würde ich jetzt sagen, nein. Der Raum selber, du nimmst ja schon mit Rauminformationen auf drüben, ne? Ja, mich ja auch Sachen, die nicht hier aufgenommen sind. Naja, ne? Stimmt. Also, das würde ich jetzt nicht behaupten. Geiles Ding für mega schlanken Preis. Slate, Warpsuit, kommst du weit mit. Oder UAD, EMT-Geschichten oder Lexikon. Eigentlich ist es wurscht. Ich habe genauso viel auch Stock-Plugins in der Session. Ans Ziel kommst du mit allem. Das ist es tatsächlich. Ne? Also ich hab's mal irgendwann gesagt, ob der Hammer einen goldenen oder einen eisernen Kopf hat, ist egal. Mit beiden kriegst du den Nagel in die Wand und dann ist es auch wurscht. Entscheidender ist, dass du den Hammer bedienen kannst. Ja, genau, dass du weißt, was du damit machen musst. Genau. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus diesem wirklich sehr angenehmen Gespräch. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei dir. Vielen Dank, hat wirklich für die viel schöne Spaß gemacht Einladung. Und ich muss jetzt mal kurz ein bisschen überlegen, welche Musik ich hier demnächst wohl aufnehmen möchte über die große Konsole. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, bis dahin. Und macht's gut. Yassas.